Denkseiten. Denn wir sprechen hier über ein großes Infrastrukturprojekt, das eben nicht allein ein russisches Projekt ist, sondern ein Infrastrukturprojekt im Interesse von Deutschland, von Westeuropa. Milliardenschwer, 97% sind bereits fertiggestellt, mehrfach durch ein rechtsstaatliches Genehmigungsverfahren gegangen. Wenn Russland einmarschiert, das heißt, wenn Panzer und Truppen wieder die Grenze zur Ukraine überschreiten, wird es Nord Stream 2 nicht mehr geben. Dann setzen wir dem ein Ende. Es liegen zureichende Anhaltspunkte vor, dass die beiden Gaspipelines gezielt beschädigt worden sind, so die Bundesanwaltschaft. Ende September hätten sich offenbar zumindest zwei Detonationen ereignet, die die Lecks an den Nord Stream-Röhren verursacht hätten. Für die Karlsruher Behörde stehe nun der Verdacht der vorsätzlichen Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion sowie der verfassungsfeindlichen Sabotage im Raum. So wie es ausschaut, war es ja ein ukrainisches Team, was nach den Ergebnissen der Ermittlungen hier agiert hat. Dies war natürlich nur möglich mit Unterstützung vom Lande aus. Und wenn wir uns angeschaut haben, eben auf der Karte, der Segler ist ja von Lubmin aus gestartet. Also ganz offenkundig waren polnische Dienststellen hier eingeschaltet. Und ich glaube eben nicht nur Dienststellen, sondern ich glaube, das war eine Verabredung zwischen den höchsten Spitzen in der Ukraine und in Polen. Und offenkundig hat ein ukrainisches Team den Anschlag ausgeführt. Und das ging aber nur mit starker logistischer Unterstützung aus Polen. Und solche Entscheidungen fallen nicht auf der Ebene, unterer Ebene, sondern das sind Entscheidungen, die auf höchster politischer Ebene gefallen sind. Und ich glaube, dass es hier Verabredungen zwischen Präsident Zelensky und Präsident Duda gegeben hat, diesen Anschlag auszuführen. Herr Fischer, nochmal nachgefragt, wenn Sie sagen, wir sind im Austausch mit russischen Stellen. Ich habe die Kritik so verstanden aus Moskau, unter anderem, dass Sie nicht informiert wurden über das Ergebnis der Ermittlungen, die in Deutschland durchgeführt wurden, die ja jetzt auch nicht unbedingt nach Russland führen, sondern in eine andere Richtung. Also ist die russische Regierung über das Ergebnis der Ermittlungen hier in Deutschland informiert worden? Also die Ermittlungen laufen ja noch, insofern ist es nicht möglich, über Ergebnisse von Ermittlungen zu informieren. Im Übrigen weise ich darauf hin, dass die Ermittlungshoheit beim Generalbundesanwalt liegt, der alle erforderlichen Schritte unternimmt. Aber wenn ich nachfragen darf, wenn Sie selber sagen, dass Sie im Austausch mit russischen Stellen sind, was tauschen Sie dann mit denen aus? Also den Zwischenstand der Ermittlungen oder worum geht es da? Wir tauschen die Dinge aus, die wir austauschen können, ohne die Ermittlungen zu gefährden. Gleichzeitig ist es ja auch so, dass der Sicherheitsrat regelmäßig über den Stand der Ermittlungen unterrichtet wird. Und zwar in den Bereichen, die mitgeteilt werden können, ohne, wie gesagt, die Ermittlungen zu gefährden. Также необходимо подчеркнуть, что упомянутые слова господина Фишера целиком и полностью не соответствуют действительности. Давайте просто скажем, чтобы было проще переводчикам перевести на немецкий. Это ложь. На протяжении почти двух лет на все запросы российских компетентных ведомств, органов по поводу подрывов северных потоков германская сторона отвечает исключительно пустыми отписками, отговорками. Ни один направленный нами вот такой, так сказать, якобы документ не содержит никакой фактологической информации. Берлин не первый раз пытается убедить общественность и, так сказать, мировое дипломатическое сообщество в том, что якобы выполняет все обязательства и двустороннего характера, международного плана. Мало того, они пытаются скормить международной общественности вот эту самую развязанную
какую-то бюрократическую волокиту в качестве подтверждения выполнения им своих международно-правовых обязательств. Это ложь. Они не предоставляют имеющиеся у них факты по данному расследованию российской стороне, хотя обязаны это сделать. Заявление представителя МИД ФРГ лишь укрепляет наше подозрение в намерении Берлина замотать проводимое в режиме тотальной секретности следствия, не позволив ему выявить истинных заказчиков нападения на крупнейший трансевропейский объект энергетической инфраструктуры, который имеет важнейшее значение, в первую очередь, для самой Германии.